ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Chef cooking down there. Smells good, I suppose. My tastes run a little more bloody these days. What's this? They've hired a star player. Oh, this match just gets more and more exciting. Oh dear, this is a totally unbalanced match. I can't understand what they're even doing on the same field. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Wir sind mit der Nordpol Chaos Squad wieder gegen Bretonen unterwegs und die haben sogar zwei Starspieler. Werden wir es schaffen, gegen zwei Starspieler zu bestehen? Gegen Bretonen haben wir uns letztes schwer getan. Und auch die letzten Ergebnisse, das letzte Ergebnis war ja nicht so berauschend. Gucken wir mal, ob wir den Cointos gewinnen. Ja, wir gewinnen. Sehr gut. Never really played against the Bretonians, Jim. I've heard the Yeomen are tasty, and the Knights are good at blitzing. Das erste, was wir machen, sind wieder hier die Animation ein bisschen umstellen. Was gucken wir mal? Den kennen wir noch gar nicht, diesen Starspieler. Mächtiger Zug, Stärke 5 mit Blocken und Knochenbrecher. Okay, da will es also jemand wissen. Ein Big Guy ohne... Big Guy Nachteile und natürlich den Elfen, den kennen wir auch schon. Ja, was hatte der nochmal? Der hatte Hechtsprung, Hauwächtersleder und Kick. Okay, ganz nett. Wir machen wieder unsere Zweieraufstellung. Und gucken mal, was das Team sonst so kann. Hier kann man nichts Besonderes, hier auch nicht. Hier haben wir einen, der schon relativ ausgebildet ist. Der kann blocken und hat mehr Rüstung. Und hier haben wir einen mit Unterstützen, der wird ziemlich nervig werden. Okay, hier haben wir auch Unterstützer. Und hier auch, oh, der hat jede Menge Unterstützer hier, das ist ziemlich nervig. Ich glaube, es ist aber nicht dasselbe Team, gegen das wir schon mal gespielt haben. Noch ein Unterstützer, ach du Kacke. Okay, wir werden sehen, wohin das führt. Und kicken jetzt mal den Ball in die gegnerische Hälfte. Kick! Dann darf sich der Player nochmal bewegen. Okay. Aber er dürfte sich hier eh auf das Feld stellen, wo er hin will. Genau. Und dann geht's los. Danke übrigens für die Tipps in den Comments. Ich werde versuchen, die zu beherzigen. Klammerschwanz für Blood Scorpion wurde sich gewünscht. Ist nicht schlecht. Wenn er den Block kriegen kann, dann gebe ich ihm Block. Oder auch schweres Gerät wäre auch nicht so schlecht. Weil er ja relativ oft auch blockt, wenn er blitzt und dann halt durch das Raven hinterher muss. Aber Klammerschwanz ist natürlich auch keine schlechte Idee. Man muss halt ein bisschen drumherum spielen, dass er einem den Zug nicht kaputt haut. So blöd, ne? Bisher haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja, super. Beru direkt beim ersten Block verletzt. Verliert einen Punkt vom Rüstungswert. Ist scheiße. Beru, das sieht nicht gut aus für dich. Aber einen Sanitäter haue ich dafür nicht raus. Da musst du dich schon ernsthaft verletzen. So. Der Käfig steht. So, wie machen wir das Ganze jetzt? Der Mischka und der Cartman sind hier. Wir hauen nochmal den mit dem Cartman um.
Nope, läuft. Folgen. Stehen wir direkt neben dem Ballträger. Gelähmt. Perfekt. Und der Samur stellt sich mal hier neben den, Träger. Ein Einserblock. Hier haben wir Unterstützer stehen, ne? Aber keine. Ne, hier haben wir keine Unterstützer stehen. Einserblock. Nee. Können wir machen, Einserblock. Können wir machen. Und wir kriegen auch einen Zweierblock gegen den hin, wenn der Kurimir sich noch hier hinstellt. Okay. Dann hau ihn nochmal, Frank. War doch nur ein Einserblock. Weil der unterstützt, glaube ich, ne? Wir folgen. Wird der unterstützen? Ja, das ist ja. Okay, deswegen war es nur ein Einserblock. Dann gehen wir mal hier hin mit dem Koali. Backfisch ins Backfield. Und hier oben setzen wir den Mischka mal gegen den Bretonen. That's it. Get in their face. Und dann schauen wir mal, was der Gegner macht. Jetzt kommt der Blitz gegen Mischka. This is going to be decisive. Okay, der schiebt nur. Einen Blitz, einen Block hat er noch gegen ihn. Aber den Mischka boxt man nicht so einfach um. Mit Blocken und Ausweichen ist der da ziemlich gut gerüstet. Unerschrocken gegen den Samur. Aber auch der wird nur geschoben. Einer ist noch auf dem Ball. Den kriegt er auch jetzt nicht mehr weg. Das heißt, er wird rausdodgen müssen, wenn er denn da raus will. Oder den Ball weitergeben an ihn. Aber... Ah, Mist. Jetzt kriegt er auch noch einen guten Block hier. Okay. Ball weitergeben ist auch keine Option jetzt mehr gerade. Ja. Der Cartman hat jetzt ein ziemlich schlechte Sache abgekriegt. Ah gut, der geht nur zu Boden und... Ja, das mit dem Bero, das ist gerade ein bisschen schrecklich. Es tut mir auch irgendwie in der Seele weh, dass der Bero jetzt auch noch einen Rüstungspunkt verliert. Das ist so ähnlich wie mit, aufstehen? Wie mit dem, Umbreon, den wir ja lange mit uns rumgeschleppt haben, der dann doch irgendwie gestorben ist irgendwann. Ich glaube, das gleiche Schicksal wird den, Bero leider auch erreichen. Mit einem Rüstungspunkt weniger, weil mit Tiermenschen, das ist schon nicht so angenehm. Vor allen Dingen einer, der immer vorne steht an der, Linie. So, einmal hier bitte den Typi hier weghauen. Jawohl, und wir haben ihn verletzt. Sehr gut gemacht, Blood-Skorpion. So mag ich das doch. Starspieler verletzten. Blood-Skorpion macht das. So, und dann hauen wir noch einmal hier den Balltragenden und verletzen ihn auch jetzt. Komm. There's no harm in making a block on the ball carrier. Nee, leider nicht. You can do a lot of harm. That's kind of the point. So, was können wir hier? Hier haben wir noch einen Block gegen den. Den schieben wir nur. Folgen. So. Der unterstützt den, aber hier sind eh Unterstützer unterwegs, glaube ich. Hier. Okay, dann hauen wir doch hier erstmal nicht, sondern holen uns mit dem Mischka den Ball, wenn es denn irgendwie geht. Mit zwei Go for it. Ja, natürlich fällt er hin. Von meinem ersten Go for it, das kennen wir ja schon von uns. Ja, und auf die 2 plus Bälle aufheben geht beim Mischka jetzt halt auch nicht. Aber ich bin immer noch ein bisschen kränklich. Da ruf erstmal einen Schluck aus der Pulle. Aber die Blocks laufen zumindest im letzten Zug gegen uns eigentlich ganz gut.
Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Backfisch ein bisschen weiter nach vorne kriegen. Ja, und der Starspieler der Elfen kann den Ball auch nicht so richtig festhalten. Das freut uns doch alle sehr. So, komm Blood Scorpion, der nächste Verletzte ist dein. Ja, immerhin K.O. Hat der eigentlich einen Aufstieg jetzt, der Blood Scorpion? Der war doch irgendein... Ja, einen Verletzten braucht er noch. Der Frank. Na gut, Block gegen Block. Gucken, ob der Kuriminus das besser kann. Nee, kann er nicht. Folgen. Hier haben wir noch einen Chaoskrieger. Haust den jetzt mal bitte um. Ah, und die Blocks laufen nicht besonders gut momentan. Hier ist ein Chaoskrieger umzingelt. Wir holen jetzt erstmal Backfisch ein bisschen nach vorne. Und zwar nach hier. So. Dann machen wir einen Blitz mit dem Mischka gegen den. If the player remains very quiet, he may not be noticed. Okay. Einmal noch da schieben. Bleiben. That looks rather like an old traditional. Und dann ein bisschen den Ball aufheben. Und wieder ein bisschen weiter weglaufen. Sehr gut. Und dann schicken wir dir den Cartman zumindest als moralische Unterstützung ein bisschen in deine Gegend. Wir haben noch Go for it, also nutzen wir die auch. Ja, und wir können einfach keine Sprinten. Ja. Ey, wir und Sprinten, ne? Das ist so ein Thema in den letzten Spielen, das irgendwie nicht so angenehm ist für uns. Ich glaube, ich muss mehr Sprinten mit meinem Team trainieren. Was hat der denn hier für ein Skill? Ist das Abwehren? Ne, ist Rüstungswerfplatz 1, okay. Ein 1er Block gegen den Kuriminus. Und Kuriminus ist auch verletzt. Ey. Mein Gott, das Bretonenteam wütet unter uns. Aber wenigstens hat es hier keine langfristigen Auswirkungen. Eigentlich, es wird den Manu und den Engai freuen, weil die werden in der zweiten Halbzeit dann auf jeden Fall auf dem Feld sein. Oh, den Samu erwischt es auch. Aber er ist nicht verletzt. Okay. Warum er jetzt die drei hier nicht zieht, das ist mir ein bisschen ein Rätsel, aber das ist halt Computer, ne? Ja. Wir stehen erstmal auf und laufen hier rüber. So, dann hauen wir den hier frei. Ja, ist okay. Good call. Intimidation is the key. So, der Blood Scorpion kümmert sich um den Starspieler, würde ich sagen. Die kann er ja ganz gut aus dem Weg räumen, haben wir heute gesehen. Komm, den müssen wir auch hinkriegen. Er hat nur Rüstungswurf 7, du hast Knochenbrecher, Blood Scorpion. Ah, leider nicht. Okay. So, dann gehen wir hier mit dem Eloridas mal in Stellung. Und der Koali bringt sich hier in Position. Der Lesrak haut diesen Blocker mal. Noch einen Wiederholungswurf. Aber wir haben schon wieder unsere Wiederholungswürfe so früh aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich glaube eher schlecht. So. Möchten wir mit Backfisch nach vorne? Ich denke schon. Und zwar hier hin. That player's earned their wages today. Like a tadpole, the skink slips between a pool. Und der Mischka weicht hierhin aus. Alles klar. Zug beenden. Jetzt sind wir zumindest weit weg von denen hier. Und dazwischen steht der Blood Scorpion, der heute ziemlich in Form zu sein scheint. Solange er meine Trainingsanweisungen befolgt und Leute umboxt, ist mir das recht. Aber zumindest die Zuschauer kümmern sich um Blood Scorpion. Finde ich gut. Übrigens, Manu, ich habe auch deinen Kommentar gelesen. Ja, 10 Sekunden auf dem Feld und schon
flippen die Fans aus. Ich habe das zur Kenntnis genommen und beim nächsten Mal wirst du, bei der nächsten Halbzeit wirst du halt auch spielen. Die Fans wollen anscheinend den Manu. Okay. Wie sieht's hier aus? Jetzt erstmal steht der Cartman wieder auf. So. Wir haben die Chance zum Touchdown mit einem Go for it, den wir aber nicht so gut können, wie wir wissen. Ich denke, der Lesrak Dark könnte hier mal einen Blitz machen. Oh, jetzt habe ich den Koali gemacht. Okay, der Koali kann es auch. Weg mit dir. Folgen. Loosen the cage and let the pretty little dove, I mean the ball carrier, go. Okay. Und wenn wir hier mal den Käfig hier vorne aufbauen. Ich glaube, wir schmeißen gleich mal einen Pass mit dem Mischka. Auf Backfisch. Pass. Did you see the pass ball? You sometimes miss the subtle intent. Okay. Ballbehandlung ist nicht so dem Mischka seins mit Gewandtheit 4. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Programm gar nicht begriffen hat, dass der Mischka mal Gewandtheit 4 hat. So oft wie der Einzelne. Oh, jetzt kommt der Starspieler gegen zwei Tackles so und will er den Ball aufheben? Schafft das auch. Okay. Hat er den anderen Starspieler eigentlich gerettet? Nee, hat er nicht. Sehr gut. Hm? Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Aber der Computer macht ja manchmal sehr komische Dinge. Okay, da gehen die Bretonen raus aus den Tackle-Zonen. Wir haben noch zwei Rerolls. Jetzt auch der Blood Scorpion wird alleine gelassen. Jetzt hätte sich dieser Klammerschwanz halt ganz gut bezahlt gemacht. Okay, hier haben wir jetzt eine Line. Die müssen wir irgendwie gucken, dass wir die ein bisschen geblockt kriegen. Aber hier haben bestimmt Leute... Ja, hier sind Unterstützer unterwegs, das sieht man. Ein einziger auf ihm. Zwei auf ihm, okay. Okay, okay, okay. Dann war das eine ziemlich dämliche Sache. Dann gehen wir erstmal hier hin. Und blocken mit dem Mischka den Ballträger. Und zack, sehr schön. Ja. Jetzt haben wir nur keinen, der vernünftig den Ball aufheben kann. So. Aber das war gar kein Blitz, das ist schon mal gut. Hier nehmen wir den Ball. Hier drüben haben wir noch den Cartman rumgammeln. Ich denke, ich werde mal hier... Ist das ein Unterstützer? Nee, der ist ein Unterstützer, ne? Ja. Oder der hier, ne? Nee, der hier oben. Schwierig, schwierig. Der hat keinen Block. Das heißt, ich werde mal gegen... den Tackle hier mit dem Blood Scorpion. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Es läuft. Und auch noch eine Verletzung. Das heißt, wir haben das Upgrade für unseren Blood Scorpion, der heute wirklich ein guter Freund zu sein scheint. Klammerschwanz für ihn ist gebombt. Ist gebombt. So, den anderen Unterstützer. Wie nennen wir den noch hier? Wir haben alles, alle haben Block sonst. Dann brauchen wir den anderen Unterstützer. Und wir bleiben stehen. Keine Verletzung leider hier. Okay. Dann versuchen wir den Ausweichen mit Koali. Der kann das halbwegs gut. Dank Ausweichen-Skill. Okay, und der Cartman macht mal einen Negativblock hier. Ja, wird leider zum Boden gehauen. Oh, und ist auch noch gelähmt. Ja, sorry Cartman, das war eine dumme Traineranweisung. Hör nicht immer auf den Trainer, Cartman. Manchmal muss man auch einfach so stehen bleiben. So wie der Platz kommt manchmal. Ach, hier unten haben wir auch jemanden vergessen. Den Samur.
Dem Samo täte übrigens ein Touchdown gar nicht so übel. Wäre unser erster Chaoskrieger im Level 3 Bereich. Oh, jetzt kommt der Blitz gegen den Samo sogar. Ist okay, solange der hier unten macht die Blitze. Okay, Samo geht zu Boden. Ja, durch die Rüstung kommt er gerade eben so nicht durch. Ist unerschrocken. Gegen Illorida. Alles noch nicht so gefährlich. Yes. Und auch hier wäre der Klammerschwanz wieder gut gewesen. Ja, Leute, der hat ja den Aufstieg. Ich werde ihm das, glaube ich, verpassen. Wenn ihr das alle so wünscht, dann machen wir das. So, einmal hier bitte den Starspieler haben. Der hat, glaube ich, kein Ausweichen gehabt als Elf. Ziemlich strange, aber hat das nicht. So. Mit wem nehmen wir denn den Ball auf? Ist auch relativ egal erstmal, weil wir hier erstmal einen Blitz machen mit dem Blood Scorpion, der ja heute auf Gehorchtour ist. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. So. Na, hier können wir nochmal hauen. Jupp, gelähmt. So muss das doch sein. Dann kriegen wir hier mit dem Mischka auch noch einen Doppelblock hin. Ja, läuft. Okay, jetzt haben wir hier den Frank und Backfisch in der Nähe vom Ball. Das ist doch ganz gut. Wir stehen noch mit dem Samo auf. Ich glaube, wenn, dann möchte ich mit dem Frank hier nach vorne. Aber ich habe keinen Reball mehr, das heißt, ich versuche auf die sichere Art und Weise das zu machen. Zusätzliche Arme. Und Frank geht einfach mal hinterher und unterstützt Backfisch ein bisschen. Und wir beenden den Zug. Einen Zug haben wir noch. Und es ist möglich, hier, glaube ich, einen Touchdown zu machen in der ersten Halbzeit. Oder go for it, ja. So, unerschrocken gegen den Samur. Watch this. Once you wipe these players up, there's no stopping them. Na, bleibst du jetzt hier unten? Ja, der bleibt hier unten. Okay, Dummheit muss bestraft werden. Das heißt, unser Ballträger ist sicher. Der Touchdown ist uns damit auch sicher. Bin ich greedy und will ihn in den... Nein, ich bin nicht greedy. Ich will auf jeden Fall den Touchdown haben. Backfisch mit dem Touchdown. Boom! Must be extremely frustrating, don't you think? Well, with that touchdown under their belt, we can finally get this match started. Jo, läuft. 1-0. We're about to start the next down, and none of the KO'd players have woken up. Und hier haben wir schon den Manu auf dem Spielfeld. Und wo ist denn der Enger in dem Spielfeld sein? Hier vorne. Klar. Und ich denke mal, wir werden auch versuchen, mit einem von den beiden den Touchdown zu machen. Mischka und Fisch einmal nach hier hinten. Blood Scorpion mal nach hier vorne bringen. So, Koali einmal zur Unterstützung nach hier drüben. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Nordpol Chaos Squad können auf ein benachbartes Feld ziehen. Das ist gut. Weiter nach vorne mit euch.
Auch der Blood Scorpion. So. Läuft. Mischka kann schon wieder nicht den Ball fangen. Langsam wird es mir zu denken geben. Aber ganz lang. Okay, wir fangen an mit Cartman, der hier den Typen holt. Und folgt natürlich. Ja, gelähmt ist ein guter Anfang. Hier haben wir nur ein Schieben erreicht. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Okay. Und der Lesrak da. Okay, der hat blocken. Das ist so cool. Abwehren außerdem. So, und der Blood Scorpion mit dem Blitz. Ja, er gehorcht heute. Das ist richtig gut. Fists bigger than half joints. What can you do against a full-speed horned opponent? You aim between the eyes. Smack. Also dafür, dass der Klaue und Knochenbrecher hat. Manchmal, na, obwohl, ich beschwere mich nicht. Er hat schon zwei Casualties gemacht heute. So, der Inga nach vorne. Den Samur können wir jetzt auch entbehren und nach vorne bringen. Backfisch holt sich den Ball. Who could imagine that a foul einfach besser als der Mischka einen Ball aufheben und schmeißt den Ball mal hier rüber zu Manu. Manu, kannst du Bälle fangen? Nein, kannst du nicht. The ball in flight is a one. Ich weiß gar nicht, warum die Zuschauer den Manu denn auf dem Feld sehen wollen, wenn er denn keine Bälle fangen kann. Wahrscheinlich, weil er der Gewalttätige ist als aber das müssen wir erst austesten, wenn er denn auch, wenn ich mich traue, ihn auch mal in den Nahkampf zu schicken. Noch tue ich das nicht so richtig. So ohne Skills. Manu, enttäusch mich nicht. Der Touchdown ist dein. Hoffe ich zumindest. Ich weiß immer noch nicht, was ich von diesen Bretonenteams halten soll. Teilweise sind da ziemlich coole Skill-Kombinationen drin. Aber so richtig mit dem Ball umgehen können sie nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier diese normalen Spieler sind ziemlich schnell down. Okay, gegen uns jetzt nicht, aber der Engel wird verprügelt. Okay. Wir hauen erstmal, ja, das ist nur ein einser Block. Und hier ist doch bestimmt irgendwo kein Unterstützer. Ja. Wir hauen erstmal den hier in die Menge. The harder they punch. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. So, ne, wir wollen einfach nichts mehr machen. Dann haben wir hier den Mischka. Oder den Manu oder den Kohan. Ich würde sagen, der Mischka versucht sich hier mit Ausweichen an einem Block gegen den Elfen. That's a dangerous place to be. Schiebt ihn mal einen weg und bleibt stehen. Und geht dann nach hier. Da unterstützt er nämlich den Samu im Block gegen den Blitzer. Das klappt auch ganz gut. Folgen. Jawohl, gelähmt. Gelähmt, gefällt mir gut. Hier nochmal den Cartman zur Unterstützung nach oben.
Der Manu geht nach hier. On the edge of the field, within grasping range of the fans. Quali wird sich neben den Elfen gesellen. Backfisch. Was machen wir mit Backfisch? Backfisch stellen wir nach. Nach hier. So, und dann haben wir hier jetzt noch einmal prügeln gegen den. Der hat keinen Block, aber der hat Ringen, ne? Ja. Okay, dann schieben wir ihn lieber. Ringen finde ich nicht so cool. So, der Lesrak Dark einmal nach vorne. Gleiches gilt für den Eloridas. So. Dann beenden wir den Zug. Und schauen mal, ob wir den Manu weiter in die Endzone bekommen. Das ist der Zug noch nicht, aber danach der Zug. Naja, macht das ganz geschickt hier, baut uns zu. Obwohl, macht er nicht. Okay, ich hätte den jetzt noch hier geboxt. Aber gut, der Computer ist der Computer ist der Computer. Unity is strength. Dann lobt man ihn mal ganz kurz und dann macht er doch wieder Unsinn. Oh, Frank ist K.O. Nee, Apotheker nicht verkaufen. Ja. Engel muss auch leiden. So, wir sind wieder am Zug und stehen erstmal auf mit Koali und mit Engel. Na, aufstehen. So. Hier haben wir ja leider den Chaoskrieger verloren. Hier können wir aber noch mal ein bisschen rumprügeln. Ja, gelähmt schaffe ich immer, ne? Aber bei den Verletzungswürfen, da hapert es noch ein bisschen. Bleiben. Is the assist gonna be enough to come out on top? Auch hier wieder nicht durch die Rüstung durch, trotzdem plus 1. That player is about to get punched above and der hat at the same abwehren, das heißt, er hat keinen Blocken. That's a strike made with technique and precision. It's not always der ist gelähmt. Gut. Mischka. Nee, wir machen das mit Blattskorpion. Einmal ein Blitz. Ja, und da ist der obligatorische wilde Tiersachen. Okay, okay, okay. Ja, ich würde sagen, dann bleibt diese Runde einfach mal so da. Next time they should hire a tame player. So, hier hinten kommt keiner durch wegen den beiden. Das heißt, wir können Backfisch mal zur Unterstützung nach hier oben ziehen. Und wir beenden den Zug. Ja. Es war jetzt auch nicht so wild. Ich meine, wir haben jetzt keinen Platz gut gemacht, aber wir stehen momentan gut auf dem Feld. Der Ball ist gut abgeschirmt. Da ist der Blitz gegen den Eloridas. Okay, aber die schieben nur. Kann nicht mitleben. So, unser Zug. Was machen wir? Wir hauen erstmal den hier. Come on, guys, together. Komm, der hat Rüstungswurf 7. Let's nope. Take a quick look at that player. Yes, the unmistakable sign of a player's eyes rolling up into his head. He'll be out. Engel, kannst du prügeln? Wir testen das jetzt. Ja. Ja. Halbwegs kann man das. So. Der Samur. Einmal hier gegen den Blitzer. Und wir folgen dem Ganzen. Sehr schön. Wollen wir in den Cartman? Hier ist der Cartman. Der Cartman
Obwohl, wenn, dann müssen wir blitzen mit dem Blood Scorpion. Komm, kannst du das nochmal machen? Komm, mach nochmal hier. Ja, diesmal mach das. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, Einzelgänger, nein! Much more dangerous than nein. Players. Der arme Blood Scorpion. Okay, er hat so gut angefangen in diesem Spiel, ne? Er hat so gut angefangen. Es geschafft, er ist nicht mal so einen puffeligen Feldspieler hier umzuboxen. Aber noch bleibt genug Zeit, um den Touchdown zu machen. Und eigentlich sieht es ganz gut aus hier. Was mich immer noch ein bisschen nervt, ist die Verletzung von Beru. Ah, okay, das war geschickt. Langsam kämpft er sich hier durch. So, Cartman, mach doch mal hier einen Block. Okay. Gelähmt. Okay. Samo, einmal gegen den und wegschieben. Ah ne, der abwehren. Okay. Koali gegen den. Folgen. Engai aufstehen und der hat auch Block. Alles klar. So, der Eloridas kommt hier ohne Probleme raus. Ne? Ach ne, hier liegt noch einer. Dann kommt er da nicht ohne Probleme raus. Backfisch kommt hier ohne Probleme raus. So, den Blitz haben wir noch. Blood Scorpion, versuch's ein drittes Mal. Not a wise place to end your turn. Ey, das kann doch nicht wahr sein. If the player gets pushed into the crowd, und wieder kein Wiederholungswurf möglich. It took 3 days to piece the body back together. Es ist schon ein bisschen lächerlich. Vor allen Dingen, weil jetzt auch hinten... Nein, der Ballträger ist frei. Wenn der Computer jetzt ein bisschen Grips hat, dann kann das wehtun jetzt gleich. Also das ist jetzt schon krass. Zweimal hintereinander die Doppel-1 und Einzelgänger nicht geschafft. Also, okay, er hat ein bisschen Grips. Ein Einser-Block zumindest gegen den Manu. Und der Manu wehrt sich! Perfekt, Manu. Manu, ich bin stolz auf dich. So, bevor wir hier irgendwas anbrennen lassen, den Manu erstmal nach vorne. So. That's a dangerous place to be. Okay. Ein bisschen Prügel muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Also lähmen schaffe ich ziemlich oft. Das ist schon verbrieft hier. So, that's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Yes, wir haben eine Verletzung. Wer war das? Das war der Lesrak Dark. Jawohl, Lesrak. Gut gemacht. Ein bisschen loben für den Lesrak. Der kann das, manchmal kann er das gebrauchen. So. Blood Scorpion. Auf ein viertes Mal. Diesmal aber ein anderer Gegner. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. Ist bei einem rasenden Spieler jetzt nicht das Problem. Und last time that happened,
It took 3 days to piece the Starspieler body umhauen, kannst du doch. Na, gelähmt. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das so toll war jetzt gerade. Ja, wir lassen es mal. Bin gespannt, wie sich der Bretone jetzt noch da rauswinden will. Also ich denke mal, einen Touchdown wird er auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Das heißt, der Sieg ist unser. Engel wird gehauen. Oh nein, Engel ist tot. Nein! Sanitäter! Okay. Entweder tot oder tot. Wir würfeln echt gut heute. Ja, damit sind Umbreon und Engai tot. Das ist ein trauriger Tag. Die Nerdpool Chaos Squad verliert mit Umbreon und Engai im Tod zwei ihrer Gründer. Das ist tragisch. So tragisch, dass ich beinahe vergesse, hier einen Blockwürfel auszuwählen. Ich bin gerade ein bisschen traurig. Recht! Recht sie! Recht sie! Hm, so nicht. Wenn das so weitergeht, müsste eigentlich Koali als nächstes sterben oder Backfisch oder Mischka. Das wäre nicht so gut. Das einzig Positive daran ist, dass die alle... Hier, der muss dran glauben hier. Du hast Edgar getötet! Stirb! Ah, Lesrak, du hast dein Bestes vergeben, aber nur lähmen reicht nicht, wenn einer den Edgar tötet. Hier, Kapner, recht du dich doch. This player likes to be well assisted in a fight. I think this player would rather be alone. The attacker has an assist. Oh my, these peasants are really good at avoiding contact. On the edge of the field there, within grasping range of the fans, and they're looking hungry. Da steht gleich jemand wieder auf, da steht er gut. Ich bin immer noch ein bisschen mitgenommen vom grausamen, wirklich grausamen Tod des Engai. Der muss ihn so krass zugerichtet haben, den Bretone, dass nicht mal der Apotheker ihn wieder zusammenflicken konnte. Jetzt bitte Beileidsbekundung übrigens. Ich fand das auch mal ein bisschen wenig Beileidsbekundung für den Umbrich damals. Ich glaube, der Onkel Ray war der Einzige, der eine würdevolle Rest in Peace einen würdevollen Rest in Peace Beitrag gebracht hat. So, der Elf muss weg, dann sieht das Ganze doch schon ziemlich gut aus. Das heißt, hier der Eloridas macht mal den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Eloridas. So, Manu, diesen Touchdown ist für Engai. Score! Any advice, Bob, for the side that's down 2 touchdowns? Make out your will and check your insurance policies.
Keep away from the fans. Touchdown! Be happy. Der Fanliebling Manu mit dem Touchdown. Ah, the boneheads are back. Well, at least the ones that can walk. Important thing, you gotta keep possession of the ball, not lose it. Strike back would be terrible. So, wir ziehen mal unsere Leute zurück, weil es ist eben noch ein Zug. Wir wollen hier nichts großartig mehr riskieren. Obwohl der Manu muss gleich an die Line. Tut mir ja leid, Manu, aber noch trotz dem Touchdown bist du nicht so viel wert wie ein Chaoskrieger. Wo ist denn der Koali? Der geht auch vorne an die Line. Der kann nämlich mit Blocken und Ausweichen ganz gut was aushalten. Cartman. Ich glaube als drittes, wenn wir den Blood Scorpion nach vorne stellen. So. Jetzt drückt die Daumen, dass wir sonst keine Ausfälle mehr haben. Den Apotheker haben wir völlig umsonst geopfert. Beim Tod des Engai. Hui. Ah, ziemlich gut gekickt. Ah, you know, this reminds me of the time you got bored. And chained all the goblin technicians together to create a living mace. Oh yeah. Now that was a weapon of mass reconstruction. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich einen Spieler nachkaufen, ne? Ich habe keine Bewerbung mehr. Bewerbung bitte unten unter das Video. Ich glaube, ich warte dann das Video ab, bevor ich wieder neu aufnehme und dann schauen wir mal, ob sich jemand auf den Platz in unserem Team bewirbt. So ein Defensiv-Tod eines Bretonen wäre doch gar nicht so schlecht jetzt. Kriegen wir das hin? They're gathering around that lone so player, nicht? Like halflings round a sandwich. This player, the attacker. Warum auch immer der jetzt einen Blitz gemacht hat, das war ja auch kein Mensch. Okay, Manu. Gehst zu Boden, hoffentlich nicht K.O. oder so. Ja, ist okay. Und der Blattskorpion. Komm. Defensiv-Tötung. Naja, okay. Das war das Spiel, Leute. 2:0 gewinnt die Nordic Chaos Squad und hat diesen Sieg teuer erkauft. Mit dem Tod von Engai. Ich weiß, ich wiederhole es zum einen letzten Mal, aber... Und Buckfish hat den MVP eingeheimst. Ja, zu Recht. Oft mit dem Ball umhergelaufen. Wir haben 16 Mal die Rüstung durchbrochen und haben dabei nur... ich glaube, 2 Casualties gemacht. Oder eine? Ich meine 2 Casualties. Ja, 2 Casualties müssen es gewesen sein, wegen dem Aufstieg vom Blattskorpion. An der Statistik müssen wir ein bisschen arbeiten. Okay, wir gehen mal zurück und gehen mal hier rein und schauen uns an, welchen Skill wir dem Blattskorpion geben. Vielleicht würfelt er ja einen Pasch und wir können ihm Blocken geben, das wäre ideal. Ne, würfelt er nicht. Okay, ihr sagt eine Mutation. Wir gucken uns das mal an. Klammerschwanz, sagt ihr. Müssen gegnerische Spieler einen von ihrem Ausweichenwürfen mit einem W6 abziehen, wenn sie versuchen, aus Tackle-Zonen rauszulaufen? Ja, das ist nützlich. Tentakel macht sowas ähnliches, ne?
Der Spieler kann versuchen, diese Fähigkeit einzusetzen, wenn ein Gegner versucht, aus einer Tackle-Zone durch Ausweichen oder mit einem Hechtsprung zu verlassen. Der Gegner würfelt 2W6, wobei er seine eigene Stärke hinzufügt und die Stärke des Spielers mit den Tentakeln abzieht. Beträgt das Endergebnis 5 oder weniger, wird der Spieler festgehalten und seine Aktion endet sofort. Okay, also normalerweise haben die Spieler Stärke 3 und wir haben Stärke 5, das heißt, wir haben schon mal 2 gut. Das heißt, im Schnitt schafft das der mit den Tentakeln. Und dann heißt das auch, dass wir die zurückziehen und danach blocken können. Während beim Klammerschwanz es, glaube ich, so ist, dass die zu Boden gehen. Müssen einen von ihren Ausweichenwürfen mit W6 abziehen. Wenn sie versuchen, die Tackle-Zone zu... Ja, dann gehen sie zu Boden. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass der Blattskorpion die dann bei sich behält und dann hauen kann. Das heißt, Tentakel wäre das Bessere als der Klammerschwanz. Das heißt aber, wenn ein Spieler mit Stärke 4... wir geben ihm mal die Tentakel. Also ich glaube, dass es auch das war, was ihr meintet. Der Klammerschwanz, da gehen die zu Boden. Oder was gibt es hier noch irgendwas? Abfangen, fangen? Nee, das war nichts. Abstoßendes Aussehen ist, wenn einer mich versucht zu blocken. Den Rest können wir eigentlich vergessen hier. Ja, wir geben ihm Tentakel. Blattskorpion. Du hast ab jetzt Tentakel. Time for some Blood Bowl. Yeah. Cthulhu vertagen, Blotskorpion. Ja, beim nächsten Mal dann ein Match gegen, schauen wir mal, gegen Skaven. Oh Gott, gegen die haben wir uns echt schwer getan, wenn ihr euch erinnert. Vielleicht helfen die Tentakel von Blotskorpion weiter. Langsam wird es auch mal Zeit, dass wir ein bisschen Tackle in unser Team bringen. Mal sehen, vielleicht bei einem Tiermenschenaufstieg beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann immer ihr das guckt. Schreibt doch unten drunter, wen ich denn als neues, als Engai-Ersatz ins Team nehmen soll. Ich nehme auch Nominierungen von fremden Nerdpool-Mitgliedern entgegen. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss! Now.